Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar habe ich mir diesmal rausgesucht, mal ein bisschen bei PokerStars zu zocken. Und habe mir deswegen mal überlegt, dass wir mal das uns mal genauer anschauen bei PokerStars. Man kennt ja die Werbungen und habe mir mal überlegt, auch mal dieses Spiel zu spielen. Deswegen also heute eine neue Let's Play Ausgabe mit mir und PokerStars, und wir schauen uns einfach mal genauer an, was wir da uns Schönes raussuchen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit der PCA. Die meisten von euch werden es natürlich kennen. Das ist Anfang des Jahres immer die erste Saison und PCA natürlich auf den Bahamas ein Traum für alle Pokerspieler. Und deswegen werden wir also mal da mitspielen und unser Glück versuchen bei den PCAs und melden uns gleich mal direkt an. So, also wir haben uns angemeldet, dann warten wir, bis unser Tisch geladen ist und schauen noch mal ein paar Informationen an, was es sonst noch da groß zu entdecken gibt. Und zwar, also wir haben ein Budget von 1,10 $ und der erste Platz bekommt also dann das Turnierticket für PCA 10 $ Qualifier. Und gucken wir uns das mal an. Also die ersten Plätze, also 1 bis 10, bekommen $1,000. Und ein PCA Main Advent Paket, Ticket, Hotel und Taschengeld. Hört sich doch mal sehr verlockend an. Das heißt im Endeffekt, dass wir dann, falls wir das gewinnen sollten, dass wir dann zwar das Ticket, das Hotel und Taschengeld haben, aber dass wir uns dann noch direkt uns dort anmelden müssten. Und ich glaube, da liegt das bei Ihnen von, glaube ich, circa $6,000, wenn mich da nicht alles täuscht. So, wir versuchen aber mal unser Glück und machen das einfach mal als Test. So, wir haben immer noch 4 Spieler, also müssen wir da noch ein bisschen warten. Dann schauen wir doch mal nebenher, ob wir da vielleicht irgendwas finden, wo schon jetzt anfängt, wo man schon ein bisschen spielen können. Würde ich sagen, machen wir mal gerade hier 50 Cent. Oh, passt doch. Melden wir uns schnell an. Ein Turbo und das Ganze mit 90 Players und jo, mal gucken, wie da dann das aufgeteilt wird, der Pot. Gucken wir uns das mal an. So, das sind wir, DJ Emotion, das bin ich, also immer dran denken, beziehungsweise gucken. Und gucken wir uns mal noch die Preisgeldverteilung an. Also, erster Platz $11.20, zweiter Platz $7.49 und dann der dritte Platz ist noch mit $5.67 eigentlich gut dabei. Wir versuchen natürlich erstmal ins Preisgeld zu kommen. Das heißt, wir versuchen unser Glück, dass wir zumindest unter den Top 12 sind. Und ja, gucken wir mal, wie und was das Glück uns beschert. So, fangen wir mal an. Turnier beginnt in einer Minute. Dann warten wir halt noch das eine Minütchen ab. In der Zwischenzeit stecke ich mir mal eine an. Aber liebe Kids, rauchen nicht ungesund, gell? Wisst ihr? Und kriegen wir gleich mal Ass und Dame. Sehr schön. Eigentlich ist eine sehr, sehr gute Hand natürlich. Deswegen würde ich sagen, dieses racen wir gleich mal. Um zu zeigen, wir haben eine gute Hand. So, also, nur der Small Blind ist mitgegangen. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an, das callen wir, ist ganz klar. Mal gucken, was der Gute jetzt macht, immer noch, das callen wir uns auch, gucken wir uns an. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Gefahr da mit einer Straße, 6, 7, 8, 9, 10, wunderschön. Der wird natürlich was getroffen haben, ganz klar, wenn es nur die 3 ist, aber ich würde einfach sagen, wir gucken uns das trotzdem an, dass wir ungefähr dann den Gegner einschätzen können beim nächsten Mal.
Ne, hat sogar die 9 getroffen. Okay, auch gut. Also, da konnten wir leider nichts ausrichten. Ein paar Chips verloren. Aber okay, so können wir wenigstens schon mal unseren Gegner zumindest ein bisschen einschätzen. Jetzt sind wir natürlich in Big Blind. Finde ich zumindest die beste Position, da wir als letztes dann die Funktion haben, noch immer was zu racen oder mitzugehen oder wie auch immer. Also ich finde diese Position finde ich immer besser. Es heißt normalerweise, wer der Dealer ist, mit dem Dealer-Button hat die beste Position. Würde ich jetzt nicht unbedingt so behaupten, weil ich finde, als Big Blind hat man wirklich, finde ich zumindest, die beste Position, dass man wirklich entscheiden kann. So, wir haben leider nichts getroffen. Deswegen checken wir einfach mal und gucken, was die Gegner machen. Ja, da hat bestimmt wieder was getroffen, aber wir haben eventuell noch die Möglichkeit, eine kleine Straße zu bekommen. 5, 7, 8. Gucken wir mal uns noch eine Karte an. Ist ja nicht so arg viel. Und schauen wir mal. Okay, also da ist nichts für uns dabei. Dann können wir das Spiel auch gleich aufgeben. Ach ja, checkt jetzt auch. Okay. Ja, jetzt super. Eine Karte hätte uns noch gefehlt. Aber gut. Das ist nicht unser Spiel. Auch die zweite Runde ging also in die Hose. Ja, da schmeißen wir weg. Ganz logisch. Finde ich einer meiner Lieblingshände, spiele ich eigentlich sehr gerne, erst recht, wenn es in einer Farbe ist, ich weiß nicht warum, ist so, ich glaube jeder von euch, wer Poker spielt, hat eine Lieblingshand, ich spiele 69 eigentlich sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich zugeben, gerade weil man da mehrere Chancen hat auf eine Straße, sei es die große oder die kleine Straße, aber wo ich dann wirklich sage, ich riskiere mehr, ist, wenn ich wirklich dann weiß, okay, ich habe es von einer Farbe, aber so ist mir das, nee, nicht wirklich das wert. Gucken wir mal, was die Gegner jetzt mal gegen untereinander machen. Also eine Karte wäre für uns dabei gewesen bis jetzt. Also hätte uns wirklich nicht viel weiter gebracht. Schöne wäre gewesen, wenn wir vielleicht noch die 9 hätten als Karo gehabt, dann hätten wir vielleicht noch die Chance gehabt jetzt auf Flash. Aber so wäre es nichts gewesen. Ja, hätten wir bloß die 9 gehabt, paar 9er, also nicht wirklich das Wahre. Ja, auch eine sehr, sehr super schöne Hand. Also eigentlich auch eine Hand, wo man wegschmeißen sollte. Man kann zwar versuchen, die Hand zu spielen, aber ich persönlich finde diese Hand auch nicht gerade das Wahre. Ja, das schmeißen wir gleich weg, ganz klar. Toll wäre natürlich wieder gewesen, wenn wir so, da geht unser PCA endlich los, sehr schön. Das lassen wir einfach gleich mal so hier unten, würde ich sagen, genau. Verdeckt und gucken uns mal nebenher noch an, wie viele Leute da sind. Ihre aktuelle Position 77 von 83 und 90 waren es, also sind schon ein paar Spieler weg. Und hier haben wir natürlich ganz klar nur die 10 Leute, die 10 Gegner, wo wir alle wegbomben müssten, auf gut Deutsch gesagt, dass wir dann auf jeden Fall den ersten Platz, wo auch bezahlt ist, dass wir den vielleicht uns ergattern könnten. Ja, gucken wir uns mal an. Wir spielen also auch diesmal parallel bei dem 50 Cent 90 Players Turbo und dann natürlich für jeden Pokerstar, für jeden Pokerspieler ein Traum natürlich mal auf die Bahamas, die PCA. So, da haben wir schon Pocket 8er, sehr schön. Das spiele ich mal slow, würde ich sagen. Und gucken wir erstmal uns die Gegner an. Ist meistens immer blöd, bei der ersten Runde gleich eine gute Hand zu bekommen. Aber ja, da fängt es dann nämlich schon an. Unser Glück mit All-In. Wir haben da wieder nur zwei Varianten. Entweder gehen wir mit oder wir schmeißen weg. Aber ja, das ist wieder so eine Geschichte. Also bei kleinen Paaren sage ich ehrlich,
da bin ich nicht dafür, dass ich das dann mitgehe. Klar, man hat, wenn man Glück hat und man trifft seinen Drilling, dann hat man gute Chancen, das zu gewinnen, aber ja, jetzt haben wir zwei Gegner. Ich würde sagen, wir machen es einfach, weil es wäre Blödsinn, das wegzuschmeißen, aber ich sag ja, die erste Runde ist immer die furchtbarste Runde. So, da haben wir die Könige. Und haben Glück gehabt, dass die Straße gekommen ist. Also das nenne ich mal wirklich sehr viel Glück. Und die zweite Runde läuft auch sehr gut. Ass König. Also wenn da einer All-In geht, könnten wir das auf jeden Fall gut callen. Da hätten wir auf jeden Fall noch genügend Chips und dann im Turnier natürlich zu bleiben. Ich würde sagen, wir gucken einfach uns mal den Flop an. Das tue ich jetzt mal nicht racen. Eigentlich race ich sowas sehr gerne, so Hände, aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, da haben wir unseren König getroffen. Bei mir ist es immer nach Stimmung mäßig, aber da würde ich jetzt sagen, tun wir einfach mal ein bisschen was setzen, um zu schauen, ob jemand vielleicht was hat. Oder auch den anderen die Möglichkeit zu geben, ihre Karten wegzuschmeißen. Und gucken wir uns das einfach mal an. So, hier haben wir Karo. Alles in einer Farbe. Da gehen wir mal mit, gucken uns den Flop an. So, jetzt ist die Gefahr da, dass der vielleicht einen Bube haben könnte, einen Drilling, aber wir könnten dann eventuell noch die Möglichkeit haben auf ein Full House mit einem weiteren König oder mit einem weiteren Buben. So, gucken wir uns das an, checken und hier schmeißen wir weg, haben zwar die zwei getroffen, aber nicht das Wahre, also hier weg damit mit dem Gruscht und hier hat er nur gecheckt, also gut, setzen wir mal ein bisschen was. Also er hat nichts. Sind wir doch mit unserem König gut gefahren. Hätten vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber wie sagt man so schön, Kleinviech macht auch Mist. So, hier haben wir Bube und 3, nicht von einer Farbe diesmal, weg mit dem Schrott. Hier können wir auch nichts weiter ausrichten, 10 und 3, auch von verschiedenen Farben, also auch weg mit dem Mist. So, ich tue das jetzt mal kurz hier ummodeln, da das Spiel hier momentan besser läuft, vergrößere ich dieses Spiel, dass wir uns das mal genauer angucken. Und dieses Spiel verkleinern wir. So, Dame 5, das beides in einer Farbe, sehr schön schon mal. Wird leicht geraced, das callen wir natürlich, schauen uns an, was uns im Flop erwartet. 9-3, hier machen wir gar nichts. So, ein weiteres Kreuz, naja, da fehlen ja bloß noch zwei. Also, getroffen wird der ein oder andere. Dame 10, schon mal eine schöne Hand, schon mal ein Viertel von der Straße, deswegen, das gucken wir uns im Flop an. Hier wird schon mal geraced, aber mal richtig. Also die Hälfte des Pottes. Der wird sicherlich was getroffen haben. Das ist. Wär noch ein weiteres Kreuz da gewesen, hätte ich gesagt, okay, machen wir das. Gucken wir uns noch eine weitere Karte an, aber so lassen wir das. Also wäre nichts für uns weiter dabei gewesen. So, hier haben wir schon mal die halbe Straße. Dann fehlt ja bloß noch eine schöne Karte, die 9, um zur Straße zu kommen. Gucken wir uns mal weiter eine Karte an. Hier haben wir 9,5 jetzt. Das schmeißen wir weg. Jetzt haben wir die 10 getroffen. Ein paar. Weiter callen. Jetzt ist natürlich die Gefahr da, dass mit Flash oder dass er dann tatsächlich den dritten Bube hat. Aber wir gucken uns das einfach mal an. Ja, genau. Jo, so ist es halt, gell? Dame 8, naja, nicht gerade das Wahre. Wir sind diesmal wieder im Big Blind.
So, das schmeißen wir weg. 3-7. Schrott. Und 75 müssten wir nachlegen, uns um den Flop anzuschauen. Ja, komm, machen wir es einfach mal. Ja, super. Es war gefloppt. Aber, ja, in dem Sinne nur die drittbeste Hand, wenn er Ass oder König hat. Theoretisch hätten wir die Möglichkeit noch auf dem Flash. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Meistens ist ja dann das Glück, dass dann noch der Flash kommt. Also gut. Jetzt riskieren wir es einfach mal, auch wenn ich das jetzt wirklich irgendwie lustig finde. Aber okay. Alles Mögliche ist offen. Die Straße mit den Buben natürlich. Flash vielleicht schon gefloppt, keine Ahnung. Wir checken einfach mal weiter und schauen, was unser Gegner macht. Hat nichts. Okay. Also das nenne ich mal Glück. Also, gut. Also mit Bube 2, da mache ich auf jeden Fall nichts. Da bin ich im Small Blind und also da habe ich keine Lust unbedingt noch was nachzubezahlen mit diesem Paar. Hier 5-3, schmeißen wir weg. Und sowieso geraced, also weg damit. So, wir sind Position 61 von 77, also sind schon einige draußen. Und hier sind wir natürlich ganz klar auf Platz 1 und 7 beziehungsweise 6 Gegner haben wir also noch vor uns. Also hier können wir uns wirklich schon mal richtig gemütlich zurücklehnen. Wir sind in keinem Zwang. Wir haben sehr gute Chips und also da müssen wir wirklich nicht Angst haben, dass wir da von den Blinds aufgefressen werden. Wir sind auch noch bei 15-30. Hier haben wir jetzt Bube 8. Schmeißen wir weg. König 2, weg. Also nichts für uns gewesen. Außer die Straße natürlich mal wieder. Aber glaube ich jetzt eher weniger, dass die Straße hier noch gekommen wäre. Aber sehen wir. Na doch, tatsächlich. Wahnsinn, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe PokerStars. Also, auf jeden Fall hätten wir unsere Straße dann tatsächlich doch gehabt, aber okay. Shit happens, würde ich sagen. Also wären wir besser gewesen als die beiden. Aber mit so einer Hand spielt man eigentlich wirklich nicht, sagt man auch im Turnier. Wobei jeder von euch, wo Poker spielt, spielt natürlich anders. Ist auch sehr gut, dass jeder seine eigene Strategie für sich selber hat. Und das Schwierige natürlich am Pokern ist sowieso, wenn man dann mal ein Turnier gewinnt, wo auch im Fernsehen dann übertragen wird. Jetzt haben wir Bube 10, callen wir, gucken wir uns an den Flop. Ist es natürlich dann schwierig, wenn dann die Leute einen kennen und wissen, wie du ungefähr spielst, dass du dann deine Strategie ganz komplett änderst. Wobei mir ist jetzt Gott sei Dank wieder das Gute, ich kann meine Strategie von heute auf morgen ändern. Deswegen habe ich mich dazu auch entschieden, für euch PokerStars zu Let's Playen. Also, wenn ihr mal gegen mich spielen solltet, dann wisst ihr nicht, wie ich momentan gerade drauf bin. Also, ich spiele mal so. Deswegen, wie gesagt, habe ich gedacht, ich tue mal für euch das Let's Playen. So, hier callen wir, ganz klar. Es war nicht das beste Ass, da sagt man ja noch dazu so schön Baby-Ass. Aber wir callen es einfach mal. So, wir haben unser Ass gefloppt. Tun mal ein bisschen was bieten hier. Und 3-8, das schmeißen wir natürlich weg. Schrott. Okay. Also da ist die Gefahr da, dass auf jeden Fall die bessere Ass haben. Mit einer Dame oder eventuell mit einem König oder wie auch immer. Wir schmeißen weg. Hier schmeißen wir auch. Ja, da werden wir schön ins Messer gerannt. Splitpot für die 2, Ass und 10. Hätten wir also mit unserem Ässchen mit der 8 nichts ausrichten können. Mal wieder die richtige Entscheidung getroffen. So, 6-8, einer Farbe, wunderschön.
Sowas spielt man natürlich gerne, um eventuell dann schon mal vielleicht im Flop sich den Flash zu ergattern. Das werden wir auf jeden Fall callen. Mal ein bisschen heftig, das Race. Aber okay, wir callen das einfach mal. Wir wollen uns ja schließlich mal den Flop anschauen. In dem Sinn hätte man sich schenken können. Aber okay, das sollen dann die zwei unter sich ausmachen. Wir checken jetzt. Und bei der nächsten Möglichkeit schmeißen wir unsere Karten dann weg. König 7, weg mit dem Schrott. Hier haben wir wieder unser Baby-Asschen, Ass und 8. Flop gucken wir uns auf jeden Fall an. Vielleicht haben wir auch mal das Glück, ein Zwei-Paar zu floppen. Also, schon mal nichts für uns dabei. Der geht all in mit 430. Ist zwar für uns jetzt nicht unbedingt die Welt. Wir haben dann noch zwar ein paar Chips da, aber ich würde sagen, wäre fast unnötig, wenn er wirklich die 3 getroffen hat oder auf Flash geht. Aber wie heißt es immer so schön? No risk, no fun. Also schauen wir uns das mal an. Jo, ist also doch auf Flash gegangen, aber hat halt dann leider die 7 gefloppt. Auf dem River, so rum, Entschuldigung. Aber okay, wir haben noch ein paar Chips. Hier schmeißen wir weg. Schrott. Manchmal wundert mich das echt, wenn ich dann so Hände beziehungsweise wenn ich dann so Hände Revue passieren lasse, gerade bei den Gegnern. Frage ich mich manchmal, ob die wirklich eine Ahnung von Pokern haben. Also, naja, aber okay, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Da könnte man ein Buch darüber schreiben. So, 7-3, Schrott, weg damit. Wieder ein Baby-Ass, Ass 2. Das niedrigste Baby-Ass überhaupt, ganz klar, mit der 2. Jetzt machen wir mal was, bisschen was Verrücktes. Wir haben nicht mehr viel Chips. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen abstauben, eventuell Small Blind, Big Blind. Und falls wir dann All-In gezwungen werden, haben wir die Möglichkeit dann zu callen und haben natürlich dann schon mal was, wo wir nachweisen können, wir haben auf jeden Fall was Mittelmäßiges auf der Hand, sagen wir es mal so. Also hier werden wir gezwungen, All-In zu gehen, machen wir auch und haben dann 50-50 Chance. Also unser Ass haben wir und somit haben wir also wieder ein paar Chips gewonnen. Hier haben wir Kakos. Karo auf der Hand, 2-8. Callen wir einfach mal und gucken uns an, was uns im Flop erwartet. So, jetzt haben wir wieder unsere Lieblingshand, Ass-Dame, die zweitbeste Hand in dem Spiel. Jetzt ist er nämlich sozusagen, ach, natürlich Griechenland. So, hier callen wir, checken wir. So, was macht der Grieche? Hier gucken wir uns das weiter an. Können wir uns leisten, eine weitere Karte anzugucken. Okay, auf eine Straße können wir nicht mehr kommen. Flash geht schon mal gleich gar nicht mehr. Hier checken wir und wenn er bietet, schmeißen wir weg. Hier checken wir. So, hier checken wir nochmal. Hier checken wir auch. Hier schmeißen wir dann jetzt also weg. Ja, das ist wieder so eine Geschichte. Wir haben so viele Chancen. Hier schmeißen wir das mal weg. Mit 6 und 10. Wir haben vorhin gesehen, wie der gespielt hat. Auch von Portugal, okay. Nee, wir schmeißen weg. Also hier hätten wir wirklich nichts ausrichten können bis jetzt. Also es wurde mal richtig gut, wie nennt sich das nochmal? Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Gibt es denn sowas?
Jetzt komme ich tatsächlich auf den Namen nicht. Na egal, vielleicht komme ich noch im Laufe des Spieles auf den Namen. Sowas ist mir auch noch nie passiert. Hier sind wir wieder im Big Blind. Hier sind wir jetzt im Small Blind. Er geht jetzt all in. Hat wahrscheinlich gewartet auf den passenden Zeitpunkt. Eventuell König und irgendwas Lausiges. Aber das ist uns zu schade. Unsere Chips, deswegen schmeißen wir hier weg. Natürlich weg mit dem Schrott hier. Oh, okay. Hat sogar Ass Bube, aber hat ihm leider nicht viel geholfen. König 10, einfach bessere Karte gewesen. So, super schönes Pärchen haben wir. Ach, sowas liebe ich doch einfach mal. Diese Babypaare hasse ich wie die Pest. Aber wir gucken uns mal den Flop an. Eventuell treffen wir unseren Drilling. Auch wenn jetzt die Chips mal wieder flöten gehen. Ja, super, super, echt super. Also wir haben gar nichts getroffen. Wir hätten noch die weitere Chance natürlich auf den Turn oder auf dem River vielleicht unser Drilling zu treffen. Aber jetzt drei Overcards, also da haben wir glaube ich nicht viele Chancen wirklich was auszurichten. Chips haben wir auch nicht mehr viel. Also wir könnten uns den Turn noch angucken, aber große Chancen sehe ich da nicht, deswegen schmeißen wir einfach, beziehungsweise kommen wir einfach mal fertig. Gucken wir uns das an. Ja, okay. War mir eigentlich klar, aber ja, shit einfach, ja. Also hier werden wir auch wieder gezwungen zu callen oder eventuell wegzuschmeißen. Wir hatten vorhin Glück mit Ass und 8 und versuchen uns auch Glück nochmal und callen das. No risk, no fun. Sehr schön. Außer es hat wirklich einer die dritte 10 mal wieder. Der hat ja öfters die 10. Ach, aus der Niederlands. 8 haben wir. Oh, und das war's. Also, aus dem Spiel sind wir draußen. Immerhin 53 von 90. Zwar nicht unbedingt die Welt, aber okay. Hätte schlimmer sein können. Wir hätten gleich als 90. das Spiel verlassen können. So, hier ist All In. Nicht wirklich, um das zu callen. Und dieses Spiel ist also für uns passé. Dann konzentrieren wir uns noch weiterhin auf die PCA. Und schauen, was hier passiert. Hier hat das Ass die Oberhand und jo, somit ein weiterer Gegner eliminiert. Jetzt schöne Hand, König Bube von einer Farbe. Da wird für uns so schön geraced. Da callen wir. Müssen wir das schon nicht machen mit dem Raisen. So, da haben wir unseren Bube. Schauen, was die Gegner machen. Der callt. Bietet. Was soll der auf der Hand bitte schön haben? Zeigen wir mal, dass wir ein bisschen besser sind. Und ja, tun mal ein bisschen besser raisen. Sollte der wirklich was auf der Hand haben, dann hat er es wirklich sehr gut gespielt. Vermutlich vielleicht wieder auf Flash. Das gehen ja meistens die Leute in dem Spiel. Oh, wir haben auf jeden Fall jetzt unser Drilling. Wir haben 2450 im Pot. Wir können theoretisch jetzt All-In gehen, denn aber wir versuchen natürlich jetzt denjenigen unter Druck zu setzen. Er hat einiges an Chips jetzt hier reingesteckt in dem Spiel und schauen natürlich, was er vorhat. Ob er mitgeht oder sogar All-In geht. So, wir callen das natürlich und wollen sehen, was er hat. Die 9. Okay, und ciao, adios.
So, einen weiteren Gegner haben wir also eliminiert. Pocket 9er bekommen wir. Also, callen wir gleich mal. Somit sind es nur noch 3 Gegner. Unser gefährlichster Gegner wird sein nun hier der Russe. Er hat die zweitmeisten Chips an diesem Tisch. Er wird natürlich versuchen, öfters jetzt sich nicht mit mir so gut anzulegen. So, jetzt haben wir Vollhaus gefloppt. Natürlich, wenn er den König hat, hat er ein besseres Vollhaus, aber schauen wir uns an, ob er den König hat. Nee, er hätte nur die 7 gehabt. Also, hätten wir ein bisschen mehr reinsetzen können, aber wie gesagt, die Chance, dass er den König gefloppt hat, war die Chance einfach zu hoch. So, wir checken. Gucken uns den Flop an. Ein Herz für uns dabei. Nee, wir wollen keine Chips verlieren. Wir haben uns Flop angeguckt. Wäre noch ein Herz da gewesen, dass wir 4 hätten, hätte ich gesagt, okay, wir machen es weiter. Aber so sage ich, nein, behalt dein Kruscht. Nimm die Chips und werd glücklich damit. Wer sich auf jeden Fall an diesem Tisch jetzt anstrengen muss, ist nochmal ein Russe. Okay, okay, wir haben 2 Deutsche, also mich und Poker Andy und 2 Russen also am Tisch. Und dieser Russe muss sich dann besonders anstrengen. So, wir haben 2 Paare, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal Dame und... So, jetzt hätten wir Vollhaus. Jetzt gucken wir mal, ob wir was von dem Deutschen rauskriegen, von unserem Kollegen. Setzen ganz leicht. Ne, keine Interesse. Okay, schade. Ja, hier machen wir mal, würde ich sagen, mal ein schönes Päuschen. Schade, hätten wir wieder 2 Paar gehabt, aber ja, ich kann leider keine Gedanken lesen. Eigentlich wäre mal gar nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen Gedanken lesen könnte, um zu sehen. Hier, das schmeißen wir natürlich weg. Aber ich glaube, dann wäre das Leben auch langweilig, wenn man Gedanken lesen könnte. Also hier hätten wir noch die Möglichkeit gehabt, PCA mitzumachen für 25 Cent, erste Runde 1 Set sogar garantiert. Aber ich würde einfach sagen, wir gucken mal, wie weit wir hier kommen, dann brauchen wir das andere nämlich gar nicht. So, unsere Straße liegt auch fast schon bereit, soll gesetzt werden, schauen wir uns weiter noch eine Karte an, kommt drauf an, wie gesetzt wird. Eine Karte fehlt uns, sei es die Dame oder eben dann die 7. Ja, so, jetzt sind wir in der Zwickmühle. Was machen wir? Schmeißen wir weg oder callen wir noch uns die eine Karte? Gucken wir uns, beziehungsweise gucken wir uns noch die eine Karte an. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Karte würde nicht kommen, deswegen schmeiße ich weg. So ein Shit aber auch. Irgendwie, keine Ahnung. Fühle ich mich gerade so schlecht. Also gut, hätten wir Split gehabt, Mensch, wenn wir gecallt hätten, aber okay. Naja, so ist es halt. So, 6 Dame, wir sind bloß noch zu dritt. Jetzt ist unser deutscher Kollege hier unser Gegner. Wir callen einfach mal. Manchmal merkt man es auch wirklich, dann ist es so bei PokerStars ein Länderkampf. Und jetzt wird natürlich versucht werden, dass wir... zeigt seine Karten sehr schön, dann können wir es beim nächsten Mal ungefähr einschätzen. Wird er natürlich auch versuchen, dass er sozusagen sich nicht mit uns anlegt als Chip-Leader am Tisch. Und wie gesagt, der Russe möchte natürlich jetzt versuchen, dass er weiter im Turnier noch bleibt und eventuell dann als zweite Position
übernehmen könnte. Und deswegen wird er versuchen, jetzt erstmal ordentlich ein bisschen Gas zu geben. Wird auf jeden Fall so eine interessante Partie jetzt werden, wenn es dann immer zum Ende geht. Checken wir auch. Jetzt würde die 7 fehlen und dann hätten wir wieder unsere Straße. Aber diesmal kommt sie natürlich nicht, ganz logisch. Checken wir es auch. Wir haben nichts. Okay. Er hat das bessere Nichts. Dame hoch natürlich. So, wir sind wieder in Small Blind. Wir callen, gucken uns mal an, was uns der Flop bringt. Nichts, wieder nur gruscht. Zu dritt zu spielen ist meistens wirklich dann ein bisschen so Strategie. Wie spielt man am besten dann eine richtige Hand geschickt, um eventuell dann doch mehr Chips rauszulocken aus den Gegnern. Weil vermutlich, die meisten werden es von euch auch kennen, All-In bringt da nichts. Da werden die Karten sofort weggeschmissen. Deswegen sollte man schon versuchen, dann seine Hände angemessen zu spielen, um die ein oder anderen Chips rauszukriegen. So, wir haben getroffen. Wir versuchen ein bisschen was aus dem Großen rauszubekommen. Jetzt haben wir die Möglichkeit noch auf dem Flash. Und gucken uns weiter an, ob wir was rauskriegen aus dem Großen. So, jetzt habe ich das Gefühl, er hat die dritte 4, also Drilling 4er. Aber das ist mir egal, ich call jetzt und gucken uns noch den River an. So, jetzt haben wir nämlich das bessere Vollhaus. Da kann er mit seiner 4 machen, was er will. Und wir machen jetzt ihn all in und fertig. So. Ein Gegner weniger. Hätte ich noch ein paar Chips mehr setzen müssen. Aber okay, so hat er eine Runde noch ein bisschen zum Überleben. So, er callt natürlich, ganz klar. Und jetzt ist es 50-50. So, er hat gefloppt. Flash, sehr schön, sowas liebe ich dann. Noch sich hier rumärgern. So, wir callen, ganz klar. Und machen das jetzt endlich zu Ende. So, jetzt sind wir noch mit den Kollegen von Deutschland verbunden. Und werden dann mit ihm ins Heads abgehen. Natürlich beide gucken, dass wir ihn rauskegeln, ganz klar. Das setzen wir auch weiter nichts. So. Weiterhin besser. Ja, okay. Und der Russe erholt sich wieder. So, da können wir jetzt nichts ausrichten mit 3 und 2. Jetzt müssen wir einfach wieder auf die passende Hand warten und dann mal schauen, eben was sich dann ergibt. So, jetzt haben wir erstmal eine Pause. Das gibt mir die Gelegenheit, kurz hier mal einen Cut zu machen. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde und dann zum entscheidenden Match.